Hallo zusammen und willkommen zurück zur Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir uns den 6. Orden gesichert mit dem Besiegen von Adam, den Arenaleiter von Fleetburg. Jetzt sind wir hier in der Bibliothek, haben uns mit Professor Eibe getroffen. Er hat uns aufgetragen, bitte geh zu den Seen. Bitte geh zu den Seen, wir müssen zum See der Kühnheit oder Wahrheit. Ich hab's vergessen. Und hier fand ein Erdbeben statt. Mal gucken, was hier passiert. Dieses Beben und so weiter. Hey Leute, am See der Kühnheit soll es zu einer Explosion gewesen sein. Zisch, bumm. So, das See der Kühnheit, da müssen wir hin. Und da ist ja, glaube ich, auch Team Galaktik. Und dort können wir doch unsere Pokémon wieder leveln. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich passe schon auf, keine Sorge. So, da ist wieder Team Galaktik am Start, das wissen wir natürlich. Auf zum See der Kühnheit, dann gehen wir doch am besten von Weideburg aus nach da. Wo gibt's denn Stärke? Das ist jetzt blöd. Ich muss das kurz nachgucken, ich weiß nicht, wo es Stärke gibt. Das schaue ich mal kurz nach. VM. Oh, VM, Stärke. Und wir können, seitdem wir die Arena von Fleetburg gesehen haben, können wir Stärke benutzen. Ich weiß aber nicht, wo man es herbekommt. Oh. Pokémon, Diamant, Stärke. Turm der Ruhenden, Route 209. Was? Wo ist denn der Turm der Ruhenden? Ach so, der. Hier, stimmt. Südlich von Trostu. Wir müssen da rein. Stärke ist auch eine sehr gute Attacke. Da müssen wir zum Beispiel Sumpex dann oder Morabel Bodycheck dadurch tauschen. Hier, das ist der Turm. Den habe ich vollkommen verpennt. Den wollte ich ja selber nochmal nutzen zum Leveln. Okay, wir gehen mal in diesen Turm hinein. Sorry, wenn ich das jetzt nachschauen musste, aber ich wusste das echt nicht mehr. So ein Mist. Gut, hinein. Oder hinauf. Gut, dann wird diese Folge wohl eher so aussehen, dass wir hier ein bisschen im Turm der Ruhenden leveln. Und ich glaube nicht, dass hier hohe levelige Gegner sind. Gegner mit Pokémon mit hohem Level, das kann ich mir nicht vorstellen. Electek! Ui! Boah, was soll denn dieser blöde Sound? Ja, Level 16. Verdammt! Ist nicht schlimm, Sumpex, nimm alles mit, was du kriegen kannst. Manche Pokémon müssen ja kein hohes Level sein, wenn sie einfach selten sind oder sowas wie so ein Chanera oder so, die bringen auch so viel EP. Aber ist auch gut, wenn man das so macht. Electek, das ist doch so ein nerviger Sound. Schau, 534. Ich habe das Pokémon nicht gesehen, ich glaube ein Relikant, ja, okay. Ist das rein Wasser? Oh, das ist auch Boden oder so, ne? Ja, ja, ich kenne dich schon, wir machen Server. Ich glaube, das müsst du normal abziehen. Wusste ich's doch. Ich Woodstock. So, ich denke mal, so können wir Morhun auch relativ gut weiterentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Schönes Mann. Noch ein Level, dann benutzen wir das Sonderbonbon und dann Bonbon und dann kriegen wir Knuddelluft. Genauso was meine ich. Und dann kriegen wir unser Sumpex. Das wird sehr schick. So, Knuddelluft, das dürfte auch viel EP geben. Ein Zertrümmerer sollte hier tatsächlich ausreichen. Oder? Ja. Das bringt viel EP, ich sag's euch. Guckt zu. Okay. Vergesst es, ich habe nie etwas gesagt. Aber ist ja nicht schlimm. Kleinvieh macht auch Mist, so heißt es ja. Was kriegen wir als ovaler Stein? Ist das ein Entwicklungs-Item? Ich weiß es gerade nicht. Tatsächlich. Ovaler Stein, wofür ist denn das? Ich weiß es echt nicht. So, ja, kämpfen wir mal gegen diesen komischen Rüpel da oder was es ist. Mein Pokémon wurde mir gestohlen. Team Galaktik war das. Mit was kämpfst du jetzt? Mit dir selber? Ach so, der hätte ja, glaube ich, irgendwie nur so ein ganz schwaches Pokémon gehabt, oder? War das nicht die Story? Ein Hund Duster. Naja, das ist ja nicht schlimm. Das ist Feuer. Es hat, glaube ich, nur Bedroher. Nee, hat's auch nicht. Okay. Surfer, bitte. Bitte den Surfer einsetzen. Ja gut, die Kämpfe werden jetzt mehr oder weniger eintönig. Das macht aber nichts. Ich will hier nur die VM-Stärke. Ich habe vollkommen verpennt, diesen Turm zu durchsuchen. Den hätte ich voll nehmen können zum Leveln. Aber habe ich irgendwie verpennt.
Hier gibt's doch bestimmt noch ein Sonderbonbon, oder? Das würde ich dann nutzen vielleicht für unser Bisa-Knosp. So, wir nehmen natürlich jeden Trainer mit. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen eintönig, aber es macht ja nichts. Wir werden hier die Stärke mitnehmen, dann gehen wir zum See der Kühnheit und werden dort ein bisschen was machen. Schon wieder so ein Elek-Zeug. Das hat wenigstens nicht so nervigen Sound. So, mach mal bitte deine Schlammbombe und treff bitte, damit wir möglichst schnell hier weiterkommen. Ja, ruckzuckieb. Ganz gefährlich. Bams! Fette Schlammbombe ins Gesicht. So, weg mit diesem Viech da. Ja, beep, beep. Bringt ordentliche 340 Pokémon. Ein Reptane, auch das ist in Ordnung. Ich weiß, dass es Pflanze ist, aber ich denke mal, ein Bodycheck genügt. So, mach mal bitte. Natürlich trifft es nicht. Du machst jetzt Laubklinge. Nein, eine Verfolgung. Ist ja nicht so, dass Pflanze viel mehr Schaden macht, aber gut, muss man ja nicht wissen. So, Bodycheck, weg damit. Ich werde Bodycheck schnell austauschen für Stärke, weil es eigentlich ein ähnlicher Move ist. Und dazu macht es keinen Rückstoßschaden, so wie Bodycheck. So, letztes Pokémon, ein Funpi. Ein Pfannkuchen. So, ich will hier möglichst schnell weiter. Ich glaube, viele Ebenen gibt es hier nicht mehr in diesem komischen Turm. Aber das sehen wir ja dann. Ja, dann wird doch wahrscheinlich beim See der Kühnheit wieder so ein Galaktik-Boss-Kampf kommen, oder? Und wir müssen ja immer noch in Schleide in dieses Hauptquartier rein. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, Freunde, wir sind ganz kurz vor der Entwicklung zu Sumpex. Ich erinnere nochmal an den netten Sonderbonbon, den wir in unserem Inventar haben. Da freue ich mich drauf. Ein Doppelkampf, zwei Doppelkämpfe. Ich glaube, hier, machen wir mal einen Starterkampf. Gut, ich weiß nicht, ob wir hier... Ja, das müsste aber dennoch alles schnell hier rumgehen. Ist es eigentlich geil, wenn ich Mohun mit Reborn mache, denn Surfer würde alle Pokémon treffen, aber bei Reborn macht es nichts, weil es ja Pflanze ist. Ja gut, ein Ninkada, das ist jetzt nicht so krass. Mach mal bitte einen Bodycheck. Bams. Schön. Ich frag mich hier bei diesem Turm nur Folgendes, wenn es hier Stärke gibt und wir Stärke jetzt erst benutzen können, würden wir dann vorher schon da hinkommen? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Okay, ist auch egal. Genau. Nimm trotzdem mal einen Trank. Es kann immer irgendwas passieren. Irgendwie eine Kackattacke. So. Und Double Fight. Ein Wanderer mit seinem... Mit seiner Tochter? Oder Frau? Ich weiß nicht. Ich sag mal Tochter. Tochter. Oder je nach Bundesstaat wäre es wahrscheinlich auch die Frau. Ich hab nichts gesagt. Was kommt? Yugong und? Was ist denn das? Ach, das ist dieses Viech. Ja, genau. Was die ganze Zeit Farbe an seinem Schwanz hat. Hahaha, lustig. Okay, was machen wir denn jetzt? Surfer bringt nicht viel, weil da ist ein Yugong. Aber ich habe eine Idee. Mach doch mal einen zertrümmerigen Yugong und du machst einen schönen Rasierblatt, der beide trifft. Das gefällt mir. Oh, oh, das geht auf unser Reborn, oder? Das war so klar. Ja, ich weiß. Eis und so, aber das sollte nicht zu viel abziehen. Richtig. Gott sei Dank. So, mit einmal den Zertrümmerer. Perfekt. Haben die nur die beiden Pokémon? Ich glaube. So, schön. Genau, die Verteidigung gesenkt. Und jetzt nochmal einen schönen Rasierblatt. Hua! Moment mal. Wieso hat denn eigentlich das Yugong angefangen? Das ist ja krass. Okay, immerhin haben wir beide Pokémon jetzt down. Das gibt nochmal ein bisschen EP. Sehr schön. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. So, Freunde, was haben wir da an EP? Für Mohun könnte es gleich schon reichen sogar. Ah, noch nicht. Einen Kampf müssen wir noch machen. Ein einziger Kampf. Dann kriegen wir endlich Sumpex und dann sind wir nochmal eine ganze Spur gefährlicher. Oh, Rückkehr. Ist das nicht, je bekannter der Trainer ist, desto stärker? Je beliebter der Trainer, desto größer die Wirkung. Da muss ich mal gucken, wie sich das berechnet, ob sich das lohnt für eine der anderen Attacken, die wir haben. Reborn, du kriegst mal einen kleinen Trank. So.
So, wenn wir dann unser Mohun haben, unser Zoompex haben, besser gesagt, dann holen wir Reborn an die erste Stelle, damit wir auch möglichst schnell das Bisaflor bekommen. So, was ist das? Junges Glück! Visenya und Ariados! Unser Obama würde sich in Ariados entwickeln, aber ich glaube, das ist nicht wirklich stark. Lohnt sich hier ein Surfer? Wisst ihr was? Macht einfach mal Surfer und Rasierblatt. Ihr trefft ja eh alle, also ist es mir wurscht. Ja, jetzt machen die irgendwelche komischen Abklatschdinger, um Ariados zu stärken. Surfer! Hua! Ja, das macht nichts, das ist auch gut so. So. Zack. Reicht es schon? Jawohl, schön. Tschüss, Visenya, das war's dann. Und das könnte auch schon reichen. Ariados hält doch nicht viel aus, oder? Yes! So, und das ist doch jetzt das endliche Level-Up. Ja! Freunde, wir haben Zoompex. Freunde, wir haben ein Zoompex. Oh, und Reborn entwickelt sich auch. Sehr schön. Also. Nein, kein Risikodeckel. Nein, 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 nein. Das ist quasi sowas wie Bodycheck, nur stärker, aber noch stärker Rückstoß. Lass das mal bitte. Mach sowas nicht. So, Freunde, wir werden Zeuge der allerersten Entwicklung dieser Nuzlocke-Challenge. Das ist krass, aber ja, es ist ja wie gesagt recht zufällig, wann sich oder ob sich etwas hier entwickelt. So, wo haben wir ihn denn? Den, das Sonderbonbon, es ist hier unter der, hier haben wir es doch. So, Freunde. Endlich. Ist das schön, Freunde. Hey, Mohun entwickelt sich. Zoompex. Uah. Geil, Freunde, wir haben einen Zoompex. Wie swaggy die swaggy ist das denn bitte? So, Freunde, und mit diesem Zoompex haben wir nun ein sehr starkes Pokémon. Ist auch einer der... Ist ein krasser Starter. Ja, die Verteidigung ist, die normale Verteidigung ist gering. Die Initiative auch. Also er greift immer höchstwahrscheinlich als Zweiter an. Aber der Angriff und so und auch die Spezialwerte sind einmalig. So, das heißt Reborn, du kommst an erste Stelle. Danach will ich mich, ja, die anderen kommen auch immer je nachdem. Dann mach dich mal kurz voll. Reborn ist ein bisschen empfindlicher. Und ich muss halt auch hoffen, dass ich nicht auf einen Pflanzentyp treffe oder sowas. Hallo, ihr habt doch bestimmt Stärke für mich. Schutzband. Ja, und wo kriege ich hier Stärke? Ja, ich kenne Schutzband. Ha, da ist es doch. VM04. Wenn ich das früher gewusst hätte, ey. Dann... Ja. Hätte ich früher Stärke lernen können, weil... Als Attacke kann man es benutzen. So. Stärke. Jetzt machen wir es erstmal für Reborn. Ganz wichtig. So, jetzt aufpassen. Ach nee, Moment mal. Sorry, für was wollte ich es denn? Hier, für Zoompex. Jetzt. Den Zerschneider brauche ich leider. Mohun, bitte. So, es wird mir abziehen als Bodycheck. Nee, tatsächlich nicht, aber es ist wesentlich genauer und macht keinen Rückstoß, deswegen passt es so. So, zack. Das wäre eigentlich auch was für Mother, oder? Da muss ich jetzt aber mal ganz kurz auf Mothers Attacken schauen, weil Mother hat ja eigentlich alle Typen gefühlt. Nee, ich will alles behalten, auch die Dunkelklaue. Passt. Moment mal. Urviech, willst du es auch lernen? Sorry dafür. Nee, lass das mal. Okay, Freunde, geil. Kann ich hier einen Fluchtseil verwenden? Wahrscheinlich nicht, oder? Moment, ich hab ja Schaufler. Ach nee, wer hat das? Mother, du hast Schaufler. Ach, verdammt. Macht ja nix. Hier waren wir, glaube ich, nur mal drin und haben irgendwas gefangen, oder? Aber was haben wir gefangen? Ich weiß es nicht mehr. So, auf zum See der Kühnheit. Es wird schon kein Pokémon kommen. Kommt nur noch ganz wenig der Weg. Jawohl, los. Yes! So. Fliegen bitte. So, mit diesem Zoompex fühle ich mich tatsächlich schon ein bisschen sicherer, muss ich zugeben. Denn, ja,
Es ist einfach die letzte Entwicklungsstufe, hat also einen ordentlichen Schub genommen, was die ganzen Stats anbelangt. Und ja, das wird cool. Als nächstes, die nächsten Etappenziele sind natürlich Reborn Magier auf ihre nächste Entwicklungsstufe zu geben. Simsalat hatte ich, glaube ich, noch nie. Deswegen wird das auch sehr, sehr geil. Und natürlich Ufig und Kangama auf die jeweiligen Level, hohen Level zu kriegen. Ganz wichtig. So, Freunde. Auf geht's, dann holen wir uns doch mal, dann kaufen wir uns doch mal Team Galaktik, die Penner. So. Ja, jetzt geht's durch dieses komische Hotel. Bla 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 bla. Weiter geht's. Hey, da, jetzt haben wir einen neuen Ort, wo wir was fangen können. Hier. Cool. So, See der Kühnheit. Wir hören schon im Hintergrund die Team Galaktik Musik. Ist mehr so ein Hauptquartiermusik, was? Mir fällt gerade eine Sache ein. Später, wenn man das legendäre, wenn man ein legendäres Pokémon trifft. Also man fängt es ja oben im auf dem Kraterberg. Das Dialga ist es ja in dieser Edition. Hoffentlich hat es einen anderen Namen. Irgendwie Spitze vom Kraterberg, weil dann könnte ich es fangen. Weil irgendwann kriegen wir auch den Meisterball. So, komm, ich will gegen dich kämpfen. Oh. Das Kaff-Zweiberdorf. Hey, das ist meine Heimat. Was soll das, Mann? Hey, die ganzen Carpadors, die wurden hier liquidiert. Beziehungsweise auf das Wasser wurde... Alles wurde weggesprengt. So, jetzt geht's wieder knackiger los mit den Kämpfen. Denn, jetzt hoffe ich mal... Oh yeah, das ist geil. Das Level ist nicht so geil, das ist sehr hoch. Hat so ein Viech starke Attacken. Ich mache jetzt mal ein Schlafpuder. Was funktioniert? Plus Egelsamen und dann wird Rasierblatt gespammt. Freunde, das bringt so viel EP, ihr werdet es gleich sehen. Ich verstehe nicht, warum. Dieses Hytera, Chanera und die Davor-Entwicklung, die ist krass. Was? Er holt irgendwas mit Pflanzen raus. Ein Tragosso, ja perfekt. Ja, geil. Tragosso kriegen wir gut down. Und ich glaube, der Egelsamen würde jetzt auch treffen. Yes. Er wurde bepflanzt. Voll die brutalen Sachen. Oh nein. Er hat das Tragosso bepflanzt. Verdammt. So. Das sollte hier kein Problem sein für uns. Wir machen ein Schnieken-Rasierblatt. Und mal gucken, wie viel das abzieht. Knogger wäre geiler gewesen, weil es mehr EP bringt. Aber auch hier müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Was kann der? Tugschlag. Das ist, glaube ich, so eine Attacke, die irgendwie ein Pokémon nicht kaputt machen würde. Also wir würden bei 1 KP bleiben, gefühlt. So, noch ein Rasierblatt und dann war es das mit dem Tragosso. Und dann können wir wieder zum Hytera überwandern. Dort werden wir nochmal einen Egelsamen machen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, falls da irgendwie eine eklige Attacke kommt. Aber das sollte echt kein Problem sein. So, 6:15. Ja, Reborn wird jetzt ein bisschen langsamer zu trainieren sein, weil... Ja, da müssen wir schon auf Nummer sicher gehen, weil irgendwie Psycho ist gefährlich, Flug ist gefährlich, Feuer ist gefährlich. Wobei eben bei Morhu nur Pflanze gefährlich war. Wie? Warum schläft denn das nicht mehr? Geht's dann weg? Das ist ja blöd. Mach mal Egelsamen erstmal. Ach, scheiße. Kann das was? Und ich frag noch... Ja, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt einfach weiter mit dem Reborn? Warum ist denn das? Warum schläft das nicht mehr? Das finde ich jetzt aber lame. Okay, wir haben, glaube ich, noch eine Maronbeere. Genau, dankeschön. Maron? Maron, wie auch immer. Ich habe Angst vor seinen Attacken, muss ich zugeben. Okay. Es hat Gesang und ein Nigler. Apropos, jetzt bring ihn mal zum Schlafen. Dankeschön. Jetzt kann er nicht mehr wechseln. So, jetzt werden wir es mit Egelsamen bepflanzen. Und danach werden wir Rasierblatt spammen, so wie ich es schon vorher vorhatte, bis er zum Tragosso gewechselt hat. Natürlich wäre das jetzt eigentlich etwas für unser Mother. Ein Ableitieb und weg mit dem Viech. Aber wir gehen auf Nummer... Ich muss übrigens, weil ich gerade einen Blick auf Magier geworfen habe, ich muss mal gucken, wo es Psychokinese gibt. Ich hoffe, das ist nicht etwas, was ich in dieser Spielhalle kaufen kann. Weil ich will ihm unbedingt eine krasse Psycho-Attacke geben. Weil bevor er das erlernt, dauert es noch.
zieht das was ab? Ja, ganz ordentlich eigentlich, es genügt. Mit ein bisschen Glück mit dem nächsten Rasierblatt plus den Egelsamen dürfte das reichen. Ja, so ein Viech hat natürlich sehr viel Leben. Ihr seht es ja auch, wie langsam das da runtergeht. Schauen wir mal. Sehr schön. Kannst ruhig mal einen Crit machen, aber ich denke mal, das genügt. Könnte jetzt ganz knapp werden. Ich glaube, das reicht aber noch nicht. Das heißt, wir werden das Ganze mit dem Zerschneider beenden. Es reicht! Ja! Schön, 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 schön. Ja, ihr seht es, fast 2000 Erfahrungspunkte. Das ist verrückt! Für ein Pokémon, was eigentlich nichts bringt. Weil, ja, es ist nicht stark, es ist nicht krass, nix. So. Selbst Team Galactic hat keine Verwendung für Carpador. Ja, ist ja nicht so, dass die Entwicklung krass ist, aber gut, Team Galactic denkt nicht sehr weit. Hinter einem dieser Steine ist doch bestimmt irgendwie eine Äther oder sowas, oder? Naja, kämpfen wir gegen den nächsten. Hier gibt's doch, glaub ich, noch einen Bosskampf, oder? Oder irre ich mich da? Wird sich zeigen. Aber wenn, dann den Bosskampf werden wir, glaube ich, in dieser Folge nicht machen. Zwei Pokémon! Oi, 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 oi! Jetzt holen sie aber die Geschütze raus. Aber das passt für Reborn, aber es ist nach wie vor ein Legendary. Ja, es regnet, Wasser wird stärker. Ich weiß, wir kennen das ganze Niesel. Mach mal einen Schlafpuder, bitte. Um Gottes Willen, Body Slam! Uiuiuiuiui. Es war aber ein Volltreffer. Ich gehe auf Nummer sicher, indem ich jetzt einen Trank verwende. Ich hoffe, danach kriege ich nochmal eine Chance für die Egelsamen. So, jetzt machen wir erstmal den Staub, bitte. Da ist er doch. Ja, Freunde, das Legendary Pokémon der Saphir-Edition. Ein Kyogre, sehr, sehr schick auf jeden Fall. Ich habe immer Rubin gespielt. Auch die letzte Nuzlocke-Challenge war ja die Rubin-Edition. So. Jetzt hoffe ich mal, dass die Egelsamen treffen. Wird, glaube ich, schwierig bei dem, oder? Muss nicht sein, das sieht man ja jetzt. Es ist aufgewacht, scheiße. Okay, es macht Grimasse. Das ist egal, weil wir eh nach ihm dran sind. Da ist die Initiative egal. Ich hoffe mal, die Egelsamen treffen. Jawohl. Das ist sehr gut. Wir machen nochmal ein Schlafpuder oder versuchen wir jetzt einfach... Naja, der Body Slam hat krass abgezogen, es war aber ein Volltreffer. Mach mal ein Rasierblatt. Mal gucken, was es macht. Das ist nicht gefährlich. Es erhöht seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung, ja, aber solange es nichts Offensives einsetzt, ist mir das völlig egal. Ja, es sieht nicht viel ab, es ist klar. Es ist ein Legendary. Wir sind jetzt auf der zweiten Entwicklungsstufe. Einfach ist es nicht, aber wir kommen da ganz gut zurecht. Vor allen Dingen gibt uns Egelsamen immer regelmäßig KP. So, was macht es jetzt? Eine? Es macht nichts. Ich weiß nicht, warum er seinen Body Slam nicht macht. Body Slam würde mich sogar richtig kaputt machen, um ehrlich zu sein. Aber er macht es nicht. Heißt das, er hat keine Wasserattacke? Doch, hat er bestimmt. Aquawelle oder so. Aquawelle haben sie ja alle. Sehr schön. Und das könnte schon reichen mit den Egelsamen. Und dann haben wir einen Legendary besiegt. Uiuiui. Ja, gegen reines Wasser ist später unser Visaflor dann extrem stark. Und das bringt doch auch mindestens 1,5. Dankeschön, genau 1,5. Sehr schön. Vielleicht finde ich ja irgendwo nochmal demnächst noch ein Sonderbonbon. Gewaldro, wow. Ja, Urviech, aber es ist ja auch Pflanze, ne? Magier ist Quatsch. Machen wir mal ein Fliegen, mal gucken, was das so macht. Gewaldro ist Pflanze, das heißt, Urviech kann normal getroffen werden. Level 36, das ist ja krass. Fliegen bitte, ganz schnell weg bitte. So, jetzt müssen wir gucken, was würde es jetzt einsetzen? Das ist jetzt die Frage. Verfolgung wäre mir eigentlich egal. Es regnet weiter, ja.
Wie ist denn das eigentlich beim Regen? Heißt das, dass irgendwie Feuer dann auch geschwächt ist? Ja, ich glaube, klar. Das habe ich ja schon mal herausgefunden, beziehungsweise schon mal gesagt. Wie viel zieht das denn jetzt ab, bitte die Hälfte? Was? Ja, ich weiß, sehr effektiv und so, aber das ist doch wahr, es ist doch krank. Wir sind 5 Level drunter gewesen. Naja, Urviech bedankt sich. Der hatte gute Pokémon. Krass, Alter, ey, damit hat er nicht gerechnet. Es entwickelt sich ja schon früher. Ja, geil, das habe ich ja, das wusste ich ja überhaupt nicht mehr. Es entwickelt sich ja schon auf Level 32 zu Bisaflor. Ja! Ja! Wir haben Bisaflor. Oh, das habe ich ja vergessen. Scheiße, Alter. Was ist Blättertanz? Ist das eine offensive Attacke? Das ist ja eine unheimliche Attacke. Scheiße. Angreifer wird ja, das ist halt das Problem. Das wäre dann meine einzige Attacke hier, ne? Ist das clever? Ich mach das mal. Und wenn wir sehen, dass Blättertanz uns mehr schadet, dann werde ich ihm den Zerschneider wegnehmen. Und, geil. Ich hab das vergessen, Freunde. Ich hab's wirklich vergessen. Man kriegt ja einen Bisaflor schon auf Level 32. Gott sei Dank, damit ist es stärker. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf unser Magier. Und da müssen wir halt jetzt auch aufpassen. Denn wie wir ja wissen, können sehr viele Pokémon Biss einsetzen oder irgend so eine Scheiße oder Knirscher. Und dann ist es sofort weg. So gut wie sofort weg. Vulpix. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Hallo Magier, schön dich zu sehen. Ah, es hat ja noch Schockwelle. Nein, das bringt mir nichts. Ja, komm mal her, Mohun. Ich denke mal, Magier an erster Stelle ist Quatsch. Wir machen einfach mal unser Urviech an erster Stelle und wenn wir dann sehen, Kadabra ist perfekt dafür. Hui, Flammenwurf. Dann wechseln wir. Hallo Sumpex, schön, dass du unseren Team joinst. Jetzt kannst du schön einen Server machen und weg mit dem Vulpix. Ja gut, Magier an erster Stelle ist Quatsch. Wie ich es ja gerade gesagt habe, wir wechseln es dann ein, wenn wir merken, okay, jetzt kann es gehen. Entweder gegen Gift, gegen Kampf, gegen Geist, obwohl da eigentlich auch ein bisschen gefährlich ist. Oh, Weiß aber auch. Nee, das machen wir nicht. Urviech, das ist was für dich. Machen wir da noch den Kampf gegen den Team Galactic-Dude? Weiß ich jetzt nicht, müssen wir mal schauen. Ja, ein paar Eier. Ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Ganz entspannt, ohne Eile. Diese ganzen Eier da. So, was machst du Schönes? Oh, Stachelspore. Urviech, komm. Du hast einen Gewaldo direkt down bekommen. Dann kannst du das auch bei diesen Eiern. Dankeschön. Ja, und nichts anderes erwartet. Little. Weiter geht's. Kikli, jetzt ist die Zeit für Magier gekommen. Jetzt ist es perfekt. Wir können Magier eigentlich auch immer schützen, indem wir vorher einen Reflektor machen. Aber, ja, das ist jetzt nicht nötig. Du kannst deine ganze Kampfscheiße ruhig machen. Das ist mir wurscht. Ich mache nämlich einen Psychstrahl. Yeah! Reicht das? Ja, natürlich reicht das. Wir brauchen wirklich Psychokinese. Ich werde mich da mal erkundigen. Und das war es mit Rüpel Nummer 863. Hier ist noch ein Fight. Oder bist du ein Kämpfer? Was machst du hier? Bist du ein von diesen Nulpen? Dankeschön, wie nett. Jetzt brechen interessante Seiten an. Ja. Stimmt. Die haben ja diese ganzen legendären Pokémon ins Hauptquartier gebracht. Ja, Freunde. Hier hören wir auf. Und werden dann in der nächsten Folge in diese Höhle reinspazieren. Nein, ich wollte speichern.
Dort befindet sich nämlich der Team Galaktik Boss, den wir dann höchstwahrscheinlich bekämpfen müssen. Wir haben ein Sumpex, wir haben ein Bisaflor und wir arbeiten uns hin zum Simsalar. Das wird ein bisschen dauern, aber wir sind auf einem guten Weg und dementsprechend freue ich mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr schaltet ein, ich hoffe, ihr seid auch begeistert. Es wird noch Frustmomente geben, keine Sorge. Ich hoffe mal, ich kann sie dennoch vermeiden. Ich sollte mein Glück nicht ausschöpfen. Wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde, habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dann, Servus.